Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Mr. und Mrs. Freizeitfreaks. Heute mal eine neue Rubrik, 90 Sekunden Fakten und Statistiken zum nächsten MSV-Spiel. Der Maidricher Spielverein trifft im Nachholspiel des 7. Spieltages auf den SV Meppen. Das Spiel musste aufgrund eines Schadens am Dach verlegt werden. Schaden am Dach ist nicht zu verwechseln mit einem Dachschaden. Das hat nämlich der Präsident aus der Nachbarstadt. Der MSV ist seit 3 Spieltagen ungeschlagen, belegt zurzeit den 4. Tabellenplatz mit 19 Punkten, kann aber mit einem Sieg heute Spitzenreiter werden. Der SV Meppen hat die letzten beiden Spiele verloren. Die Emsländer belegen zurzeit Platz 15, können aber mit einem Sieg an der Wedau bis auf Platz 9 vorrücken. Insgesamt standen sich beide Mannschaften 9-mal gegenüber. Einmal im DFB-Pokal 1986, dort gewannen die Zebras beim SV Meppen mit 1:2. Und 8-mal traf man in Liga 2 aufeinander. Dort sieht die Statistik folgendermaßen aus. Der MSV gewann 4 Spiele, 3 Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Spiel fand am 29. März 1996 in Duisburg statt. Der MSV gewann mit 3:1 unter anderem durch Tore von Marin, Salou und Anders. Bei einem Gegentor von Manfred Schulte. Hoffen wir natürlich auch wieder auf einen Sieg unserer Zebras und dass es wieder heißt,